jetzt die Laudatorin, die Frau Kerschner, bitten, die Laudatio für Frau Irene Bauer-Konrad zu halten. Bitte schön. Wenn wir uns heute hier zu Ehren der Gewinnerin des Pasinger Kunstpreises, Irene Bauer-Konrad, zusammenfinden, begegnen wir in der bildenden Künstlerin, genauer gesagt, einer Spurensucherin. Nicht, dass sie nicht, wenn sie wollte, schöne Bilder malen könnte. Dass sie hierfür ein Händchen hat, hat man ihr schon in der Schulzeit bestätigt. Aber je mehr sie von der Welt kennenlernte, umso mehr trieb es sie an, Ursprüngen historischer Ereignisse nachzugehen und ihre Schauplätze nicht nur zu erforschen, sondern ihre Spuren sichtbar zu machen. Es interessiert sie, was die Zeit mit dem Material macht. Sie hat sich auch ins Stammbuch geschrieben, was der renommierte Kunstkritiker der Süddeutschen Zeitung Gottfried Knapp dazu gesagt hat. Doppelpunkt, Zitat: Heute sind die bildenden Künste weitgehend von den sammelnden Künsten ersetzt worden. Nicht die Imagination zählt, die Schöpfung von etwas nie zuvor Gesehenem, sondern das Sichtbarmachen und Deuten von Bestehenden. Irene Bauer-Konrads Hauptarbeit ist die Abformung mit Leinwand, Leim und Wasser. Sie breitet ein leimgetränktes Tuch über das Objekt der Begierde, drückt es sorgfältig in alle Risse und Vertiefungen ein, lässt es trocknen und härten und sichert so zunächst seine Spuren. Dabei scheut sie keine Mühe. Witterungseinflüssen ausgesetzte Fassaden, Steinböden, Mauern mit abgefallenem Putz, Sprünge, Rillen, Unebenheiten aller Art schrecken sie nicht ab. Spuren von der Zeit gezeichnet und geheimnisvolle Zeichen fordern sie zur Umwandlung in neue Kunstwerke heraus. Alle vor Ort gefundenen Motive wurden als authentische Bildvorlagen verwendet. Zum Beispiel wurden für das Gemälde Milan, das sich formal an die Fledermaus- und Flugkonstruktionen Da Vincis hält, Gras, Erde, Samen von Pappeln und Steine aus der Örtlichkeit Vinci mitgebracht und zu Hause auf Leinen zugeordnet und aufgetragen. Diese Spuren des noch vorhandenen füllten am Ende des Bilderstroms die auf die Leinwand gezeichnete Silhouette des Milan im Garten Da Vincis. Und siehe da, Leonardo war anwesend. Als Hommage an Leonardo setzte Irene Bauer-Konrad auch Rost ein, für sie ein Material von faszinierender und vitaler Schönheit. Laut dem gern zitierten Arno Orzesek ist Eisen ein mythenfester Stoff. Er ist von sprichwörtlicher Stabilität, aber rostet mit dem ersten Regen. Und Rost versinnbildlicht das unbefangene Verstreichen der Zeit. Unter dem Motto Malen, Sammeln, Experimentieren verspricht der 14-tägige Lehrgang Spurensuche, Erforschen des Geländes, Fundstücke entdecken, sammeln, zusammenfügen, Fantasien freisetzen, Sinnesorgane sensibilisieren, experimentieren mit Rost, Kupferfarben oder Oxidationsmitteln. Pasing ist sie durch ihre Teilnahme an den offenen Ateliertagen verbunden, wie durch mehrfache Ausstellungen im Rathaus, die das Kulturforum München-West veranstaltet, mit dem sie als langjähriges Mitglied eine intensive Zusammenarbeit pflegt. Außerdem hat sie das Plakatbild für die Gemeinschaftsausstellung mit der Stadtbibliothek zum 75. Jahrestag der Bücherverbrennung entworfen. Grund genug für den Verein Pasinger Mariensäule e.V., sie heute mit dem Kunstpreis auszuzeichnen, den der Verein sinnigerweise mit der Gratulation zu ihrem 70. Geburtstag vereinen konnte, zu dem wir alle der höchst lebendigen und aktiven Künstlerin noch viele, viele produktive Schaffensjahre wünschen. Danke.
darf jetzt die Preisträgerin bitte auch die Laudatorin zu mir herauf bitten, auch eben die weiteren Worte sprechende Bengs. Frau Bengs. Frau Kerschner, bitte schön. Also, liebe Frau Bauer-Konrad, von Herzen, von uns allen, das mit dem Geburtstag ist, glaube ich, ein wunderbares Zusammentreffen. Auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung, können Sie ein bisschen da rübergehen, da haben wir das Podium nicht, oder dann können wir schöne Fotos machen. Die Danke. Fotos machen wir ja auch immer gerne danach, aber gerne. Hiermit verleiht Ihnen der Verein Pasinger Mariensäule den Pasinger Kunstpreis 2014 für das herausragende künstlerische Werk. Herzlichen Glückwunsch, Frau Konrad. Das ist das Wichtigste, da ist der Scheck drinnen. Das ist immer auch mit Geld verbunden. Hier ist Ihre Urkunde. Und dann von einem, ja, auch unserer, mal schauen. Die richtige Seite. Eine durchaus wertvolle Medaille-Plakette, eingraviert, auch entworfen von einem Künstler, ihr Name. Herzlichen Glückwunsch. Gerne, bitteschön. Ich muss gestehen, ich war die letzten anderthalb Jahre in ein richtiges Kunstloch gefallen. Sowas gibt es bei Künstlern, scheint es manchmal. Aber sogar mein langjährig durchgeführter Workshop für Malerei und Spurensuche in Italien ließ sich heuer ausfallen. Und plötzlich, seit ich von dem Kunstpreis erfuhr, bin ich wieder aus meinem Loch rausgekrochen. Habe erstmal mein Atelier aufgeräumt und meinen Kollegen von Apropos zugesagt, mich an der Bewerbung für die Kulturtage und für das Kulturfestival im Sommer zu beteiligen. Auch wimmeln plötzlich wieder viele Ideen in meinem Kopf und sogar schon das totgeglaubte Brennen ist wieder da, diese Ideen auch wirklich umzusetzen. Inzwischen ist auch der Kontakt für unseren nächsten Workshop im kommenden Jahr wieder hergestellt. Wie immer soll er im bildromantischen Kloster Eremo in den Marken stattfinden, falls jemand Interesse hat an diesem Workshop. In meiner Homepage gibt es nähere Informationen oder Sie rufen mich einfach an. Kurzum, der Kunstpreis gab mir wieder einen Kick, um meine Arbeit fortzusetzen. Ja, diese Anerkennung ist wichtig. Für diese Tatsache bin ich ganz besonders dankbar. Die Zeit ist ja auch so ein bisschen fortgeschritten. Wir kommen gleich zum nächsten Stück. Und jetzt geht's gleich nahtlos zur Verleihung des Kulturpreises. Da bitte ich Sie, Herr Bürgermeister, Ihre Gattin möchte ich auch noch natürlich ganz persönlich, liebe Nathalie, begrüßen.
Sie sind bereit? Ja. Dann jederzeit. Ja, meine Damen und Herren, ich habe auch einmal Schlagzeug gelernt und habe auch eins daheim. Und wenngleich an Lebensjahren viel älter, bin ich doch im Können viel ärmer als Christian Benning. Also Respekt. Ich hatte ja schon öfters das Vergnügen, die Couplet AG live zu sehen. Aber natürlich habe ich mir bei der Vorbereitung auf den heutigen Festtag auch noch einmal ein paar YouTube-Ausschnitte aus älteren Programmen angeschaut und natürlich noch einmal einige Rezensionen gelesen. Und ein Zitat aus einem Programm der Couplet AG hat sich bei mir komischerweise ganz besonders eingeprägt. Politiker wabern ohne Sinn und Verstand durchs Land wie kalte Nebelschwaden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich als Bürgermeister der Stadt, als stellvertretender Bezirksvorsitzender der CSU, also als Politiker. Und in einem anderen Programm, da heißt es an einer Stelle, Dummheit ist der Motor der Wirtschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich als Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München. Aber vielleicht sollte ich Sie einfach nur als zuständiger Referent für die Wiesen begrüßen. Das passt zumindest irgendwo zum Anlass des heutigen Abends, denn des heutigen Tags, denn gerade auf der alten Wiesen, vor allem im Herzkasperl zählt, und das möchte ich bei der Gelegenheit schon betonen, ist seit längerer Zeit zu beobachten, was jetzt angesagt ist, nämlich die sogenannte neue Volksmusik, die neuen Volkssänger. Und an diesem Boom, an diesem Erfolg, den ich wirklich sehr begrüße, hat die Couplet AG großen Anteil. Jetzt haben die was über Wirtschaft gesagt und jetzt wird natürlich der aufmerksame Gast heute sofort sagen, ja, die heißen ja selber Couplet AG. Also AG steht ja normalerweise für Aktiengesellschaft, aber bei euch heißt es Couplet Arterhaltungsgesellschaft. Und insofern habt ihr einen großen Anteil an der Arterhaltung des Volksbrauchtums, nur eben modern übersetzt, und das finde ich sehr, sehr gut. Die Couplet AG, meine Damen und Herren, hat vor über 20 Jahren die damals eigentlich fast schon totgesagte Tradition der Volkssänger und der Couplets aufgegriffen und neu erfunden. Und entstanden ist ein ganz eigenes Genre, nämlich das Volkssängerkabarett. Jürgen Kirner, der Gründer der Couplet AG, ist bekanntlich, und das ist ja auch kein Geheimnis mehr, deswegen darf man es auch nochmal deutlich sagen, CSU-Mitglied. Wobei man ihm nicht vorwerfen kann, auf die CSU-Leute übertrieben viel Rücksicht zu nehmen. Ich erinnere nur an den Song Ich möchte sein wie Hadertauer oder von dem berühmt-berüchtigten Söder-Rektal-Zapfer-Song ganz zu schweigen. Mich würde mal interessieren, gibt es da eigentlich Reaktionen des Ministerpräsidenten auf dieses Lied? Ja, da reden wir nachher nochmal drüber. Ja, meine Damen und Herren, das ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Kombination, Kabarett und CSU. Wobei ich jetzt selbstkritisch sagen muss, wenn man sich so manchen Leitantrag für CSU-Parteitage anschaut, könnte man fast auf die Idee kommen, dass die Kombination gar nicht so exotisch ist. Weiß ich nicht, ob die Anspielung alle verstanden haben, aber eventuell wird ja zu Hause bei Ihnen nicht ironisch gesprochen. Das sollte man in Zukunft vielleicht einfach anordnen und das würde es den Freunden des Kabarets natürlich auch leichter machen, sich gesellschaftlich integriert zu fühlen. Ja, einmal war ich etwas neidisch, fast schon gekränkt, und zwar auf den von Bianca Bachmann inbrünstig vorgetragenen Fansong der Couplet AG namens O Ude. Darf nur die letzte Strophe in Erinnerung rufen. O Ude, 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 du bist der letzte Schrei. O Ude, 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 du machst uns völlig heil. Ja, man kann dieses Lied, nehmen, wie man will. Für mich war es dann wieder mal ein Déjà-vu-Erlebnis. Denn seit ich in die Politik gegangen bin und mich dazu entschlossen habe, wie kalte Nebelschwaden durch München zu wabern, seit dieser Zeit war dieser Seufzer eigentlich mein ständiger Begleiter, O Ude. Jetzt hat sich das gelegt,
Wir haben ja jetzt bekanntlich statt dem Christian Ude meinen Kooperationsfreund Dieter Reiter als Oberbürgermeister. Und wir beide haben bekanntlich nicht nur Gemeinsamkeiten, aber ich bin sicher, auch Dieter Reiter hat sich gerade am Anfang der Amtszeit bestimmt schon das ein oder andere Mal gedacht: Oh Ude. Ja, meine Damen und Herren, aber jetzt ganz ernsthaft, es ist mir wirklich eine große Ehre und Freude, heute die Couplet AG mit dieser Laudatio ehren zu dürfen, weil ich, wie vorher schon gesagt, das Wirken der Couplet AG schon sehr lange verfolge. Und ich kann mich wirklich noch an das erste Mal gut erinnern, als ich die Couplet AG habe auftreten sehen. Das war in meinem Heimatstadtbezirk Allach unter Menzing. Da habt ihr nämlich in einem Zelt auf dem Gelände des ehemaligen Allacher Sommerbades zur Eröffnung der Stadtteilwoche gespielt. Damals war der erste Witz auch über die CSU, aber ich habe mich trotzdem köstlich amüsiert, und was mich einfach damals sehr beeindruckt hat, das war tatsächlich auch das Bodenständige von euch. Ja, diese Basisverbundenheit, das ist ja auch etwas, was kein Politiker jemals verlieren sollte und was auch große Künstler niemals verlieren sollten. Und seitdem bin ich ein echter Fan von euch. Und als Fan der Couplet AG stehe ich natürlich alles andere als alleine da. In weit über 2000 Auftritten hat sich die Couplet AG seit 1993 eine große und treue Anhängerschaft erspielt. Und diese Anhängerschaft, da bin ich mir ganz sicher, die wird immer noch mehr wachsen. Meine Damen und Herren, die Verbindung aus Intelligenz, Tradition, Volksmusik, Frechheit und Wortwitz ist schlicht einfach umwerfend. Lieber Jürgen Kirner, liebe Bianca Bachmann, lieber Bernhard Gruber und lieber Bernie Filser, ihr führt auf wunderbare und innovative Weise die Tradition der Münchner Volkssänger fort. Die Süddeutsche Zeitung hat einmal geschrieben, die Couplet AG gehört mit Sicherheit zum Besten, was Bayern in Sachen Kabarett zu bieten hat. Jetzt bin ich weit davon entfernt, der SZ automatisch und immer recht zu geben, aber da liegt sie goldrichtig. Liebe Couplet AG, ganz herzlichen Glückwunsch zum Pasinger Kulturpreis. Künstlerisches Werken den Pasinger Kulturpreis 2014 überreichen zu dürfen. Auch hier für Sie der wichtige weiße Umschlag und auch für Sie leider natürlich nur eine dieser Plaketten. Sie können sich einschmelzen lassen und dann teilen oder wie auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Und weil wir ja auch eine Dame in der Gruppe haben, auch für Sie einen Blumenstrauß. Herzlichen Glückwunsch. Machen Sie uns weiter in Pasing und in ganz München, Bayern. Viel Freude. Und ich weiß jetzt nicht, die Couplet AG spricht mit ihren Taten und Werken danach ihre Worte. Habe ich schon ein bisschen Angst, aber manche leider auch. Aber dann bitten wir den Herrn Schweiger, oder? Ja, machen wir zuerst den Herrn Schweiger und dann. Aber an dieser Stelle, ich mache das jetzt einmal ganz locker vom Fleck weg. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns ganz herzlich bei der Jury für die Entscheidung. Das macht uns glücklich und stolz, dass wir jetzt auch den Pasinger Kulturpreis unser eigen nennen dürfen, zumindest den von 2014. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unserem Laudator, den Seppi Schmitz, unserem Freund, und natürlich auch bei dir, Nathalie, dass du heute mit dabei bist. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen heute, dass Sie dieser feierlichen Stunde beiwohnen. Ja, meine Damen und Herren, wie der Seppi schon gesagt hat, wir nehmen also kein Blatt vor den Mund. Und wir scheuen auch nicht die Auseinandersetzung. Okay? Und wir
scheuen vor allem die Auseinandersetzung mit der CSU nicht. Weil manche Menschen gehen zu ihrer Domina und die CSU kommt zu uns. Und sie brauchen dieses verbale Auspeitschen, meine Damen und Herren. Und das kann man am besten machen, wenn man mittendrin ist. Und der Christian Müller, der lächelt jetzt so. Wenn man sich nämlich den Ude-Song von uns genauer besieht und vielleicht sich mal noch zu Gemüte führt, dann wird man sehen oder hören, wie kritisch wir mit der Person Ude damals schon umgegangen sind. Und so machen wir das natürlich auch mit der CSU. Und über die SPD in Bayern ist schwierig, was zu machen. Wir wollten auch weitestgehend jetzt im aktuellen Programm Perlen für das Volk keine Leichenflederei begehen, weil wir gesagt haben, nein, wir gehen jetzt etwas sanfter mit der bayerischen SPD um. Dafür haben wir die Freien Wähler und auch andere politischen Gruppierungen. Und ja, meine Damen und Herren, wir machen natürlich dann ein bisschen was, ein paar Szenen aus unserem derzeitigen Programm, aber vorweg freuen wir uns ganz außerordentlich über die Anwesenheit von Alfons Schweigert. Der Turmschreiber-Kollege von uns hat uns immer begleitet die letzten Jahre und Jahrzehnte und er wird es in dieser feiernden Stunde hier auch tun. Wir dürfen dich jetzt gleich mal hier aufs Podium bitten und deine Ausführungen den Menschen hier im Saale zur Gemüte zu bringen. Ja, sehr geehrter Herr Schmidt, sehr geehrte Frau Osterhuber-Völkel, sehr geehrter Herr Schmatz und natürlich liebe Couplet AG, meine Damen und Herren. Wenn heute die Couplet AG den Pasinger Kulturpreis 2014 des Vereins Pasinger Mariensäule e.V. erhält, dann wird damit nicht nur eine der zahlreichen bayerischen Kabarettgruppen ausgezeichnet, das möchte ich hier betonen, sondern eine Gruppe, die viel mehr ist als das. Es gibt nämlich nicht nur verdiente Naturschützer, die sich für die Erhaltung von bedrohten Tierarten und Landschaften einsetzen. Nein, mit der Couplet AG entstand die wohl erste Gruppe, die sich seit mehr als 20 Jahren für den Erhalt einer vom Aussterben bedrohten Kunstgattung stark macht. Ich spreche von der bedrohten Art des Couplets, das von der Couplet AG vor dem Aussterben bewahrt wurde. Herr Schmidt hat schon erwähnt, dass der Name Couplet AG Couplet Art Erhaltungsgesellschaft ist. Und dieser Name ist so ungewöhnlich wie die Gruppe selbst. Da steckt das Programm bereits im Namen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Couplet nämlich nicht nur vom Aussterben bedroht, sondern bereits so gut wie tot. Ältere Menschen erinnerten sich noch gelegentlich an Otto Reuter, Wilhelm Bendo oder Claire Waldorf, die Meister des Couplets waren. Otto Reuters Couplet wie Der Überzieher oder In 50 Jahren ist alles vorbei amüsierten das Publikum seinerzeit genauso wie die Couplets von Karl Valentin, eines weiteren Großmeisters des Couplets, der wie Otto Reuter aus den Volkssängern hervorging. Kein Wunder, dass Valentin seinen Berliner Kollegen hoch schätzte und ihn mit den Worten lobte, den mag ich, das ist ein ganz großer, der ist so wie ich. Von Karl Valentin sind 115 Couplets überliefert, die Varianten nicht mitgerechnet, darunter so bekannte Titel wie »Ja, so waren's die«, Alten Rittersleid, Rezept zum russischen Salat, Blödsinnsverse oder das chinesische Couplet. Die Couplet AG bereitet übrigens gerade eine eigene CD mit Valentin-Couplets vor, die wird ja im kommenden Jahr erscheinen. Zu Beginn von Valentins Karriere war die große Zeit der Münchner Volkssänger allerdings schon vorbei und auch die Kunst des Couplets begann zu verblassen. Die ehemaligen Protagonisten wie Papa Geis und der von Valentin hochverehrte Karl Maxstadt, der an die 100 Couplets verfasst hatte, hinterließen ihre Spuren zweifellos in Valentins Werk. Können Sie sich vorstellen,
dass dieser Karl-Marx-Staat, den heute keiner mehr kennt, ein Superstar seiner Zeit war. Er tourte durch alle großen Städte der Welt und auch gekrönte Häupter gehörten zu seinen Bewunderern, wie der König von Sachsen und der russische Zar, der ihm eine goldene Uhr verehrte. Die Fürstin Metternich schenkte ihm in Wien einen schweren Brillantring. Märchenglanz umgab den Künstler und seine monatliche Gage stieg auf die sagenhafte Höhe von damals 4000 Goldmark. Seine Tourneen waren auf Jahre hin festgelegt. Die Inflation brachte ihn dann allerdings um die Früchte seiner Arbeit. 1930 starb der große Künstler, verarmt und mit ihm auch einer der letzten großen Couplet-Stars. Die Maxstadtstraße auf der Schwanthaler Höhe, Leim, erinnert noch an ihn. Und Karl Valentin hat diesem Karl Maxstadt zu Ehren seiner Partnerin Elisabeth Velano den Künstlernamen Karlstadt, also von Karl Maxstadt, Karlstadt verpasst. Natürlich wurde das Couplet nicht erst im 19. Jahrhundert erfunden. Schon im Mittelalter kannte man diese Kunstform bei den Balladenstrophen durch einen gleichbleibenden Reim miteinander verknüpft wurden, also miteinander sozusagen verkuppelt wurden. Daher auch das Wort Couplet aus dem lateinischen copula, was so viel wie Verknüpfung bedeutet. Seit dem 12. Jahrhundert waren die mittelalterlichen Couplets als erzählende Lieder bekannt, die von den Troubadouren zum Tanz vorgetragen wurden. Und gegen Ende des 16. Jahrhunderts gab es im Rahmen einfacher musikalischer Stegreifspiele dann auch Couplets mit aktuell satirischen oder gar frivolen Anspielungen. Und so gelangte mit Entstehung des deutschen Singspiels das Couplet schließlich in die Vorstädte zu den kleinen Leuten. Im Französischen war das Couplet besonders im Kabarett zu hören. Das französische Coup, also Stoß, Schlag, Hieb, weist auf die boshaften Seitenhiebe hin, die diese ketzerischen und zeitkritischen Musikminiaturen auch heute noch rücksichtslos verteilen. In den Wiener Vorstadttheatern kamen im 19. Jahrhundert die Zauberpossen eines Ferdinand Raimund und Johann Nestroy zur Aufführung, in die ebenfalls Couplets eingebunden waren. Sie wurden häufig zu richtigen Gassenhauern, so etwa das Kometenlied aus Lumbazi Vagabundus, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, ein heute immer noch aktueller Text. Damals etablierten sich diese Posten auch im Münchner Volkstheater. Wie in Wien reagierten nun die Münchner Couplet-Sänger auf das jeweils aktuelle Tagesgeschehen, indem sie aus dem Stegreif Strophen verfassten. In ihnen wurde satirische Kritik an öffentlichen Missständen oder an korrupten und machtgierigen Amtspersonen geäußert, was das Publikum zu Lachstürmen hinriss. Die Couplets fanden rasch ins Münchner Volkssängertum Eingang und ergänzten den bereits bestehenden Volks- und Moritatengesang. In der heute noch existierenden Sammlung Münchner Blut, was so viel wie Münchner Lebensart bedeutet, sind 429 Titel erhalten. Und von der Couplet AG gibt es übrigens eine CD mit dem Titel Münchner Blut mit interessanten Beispielen aus dieser historischen Sammlung. Einen entscheidenden Einschnitt für das Münchner Couplet stellte dann fraglos der Erste Weltkrieg dar. Nach 1918 ließen neue Formen der Unterhaltung, vor allem aber die sich fortwährend ausweitende Kulturideologie des Dritten Reiches und der Zweite Weltkrieg, das Couplet immer mehr zum Museumsstück werden, das nach 1945 überhaupt keinen Anklang mehr fand. Das Couplet war vom Aussterben bedroht. Die Agonie zog sich bis Ende der 80er Jahre hin. Einer, den das Röcheln des sterbenden Couplets nicht gleichgültig ließ, war Jürgen Kirner. Er gründete 1991 eine dreiköpfige Volkssängergruppe, deren damaliger Name Couplet Wahnsinn darauf hindeutete, dass es doch wahnsinnig ist, das Couplet so einfach aussterben zu lassen.
1993 entstand dann die vierköpfige Couplet-Arterhaltungsgesellschaft, der es zu verdanken ist, dass die alten Couplets dem Vergessen entrissen wurden. Doch nicht nur die Wiederaufnahme alter Couplets lag der Couplet AG am Herzen. Jürgen Kirner kreierte neue Couplets mit aktuellen, satirischen und hinterfotzigen Texten. Ihnen ist anzumerken, dass er seine Lehrmeister, die fahrenden Bänkelsänger, die Possenkomiker und die Volkssänger, genau studiert hatte. In deren Tradition und doch ganz eigen erneuern seither Jürgen Kirner mit seiner Frontfrau Bianca Bachmann und den Musikern Bernhard Gruber und Bernie Filser aus der Mottenkiste der gepflegten Volksmusik entrissene Couplets und schlagen sie in ihrer ganzen aggressiven Lebenslust dem Publikum ungehemmt und auch ungehobelt um die Ohren. Die Lacherfolge bei der humorvoll-kritischen Tages- und Zeitbetrachtung erreichen sie nicht nur durch die dargebotenen Inhalte, sondern ebenso durch eine gekonnte Bühnenpräsentation. Die Melodien, viele davon gelungene Vertonungen von Bernhard Gruber, prägen sich sofort im Gedächtnis ein und regen zum Mitsingen an. Die Couplet AG entstaubt auf diese Weise seit mehr als 20 Jahren die traditionelle Kunstform des Couplets, füllt sie mit neuem Leben und verdeutlicht überzeugend, dass mit diesen Liedern noch heute ein vergnügliches Glossarium menschlicher Torheiten und Unzulänglichkeiten dargestellt werden kann. Das Publikum lacht darüber wie in alten Zeiten und solange darüber gelacht wird, bleiben Couplets auch modern. Und dafür, denke ich, erhält die vierköpfige Couplet-Arterhaltungsgesellschaft ganz zu Recht auch den Pasinger Kulturpreis 2014 des Vereins Pasinger Mariensäule e.V. Und wir alle gratulieren, denke ich, auch dafür, also nicht nur, dass sie Kabarettisten sind, auch dafür den vier Köpfen der Couplet AG ganz, ganz herzlich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bayern hat so viele Wunder, woran du dich gerne labst. Am abgegriffenen Fußballkaiser und am abgelaufenen Papst. Doch viel größer noch als diese ist die Reinkarnation des guten alten Osterhas im Ingolstädter Sparversion. Hoppeln, hoppeln, 1, 2, 3, Bayern überrascht uns ein. Unser Wort, die Hasen sein, haut die tollsten Haken rein. Hoppel, hoppel, 1, 2, 3, ständig legt er uns ein Ei. Drum feiern wir das ganze Jahr, Osterfest Bavaria. Euro, Maut und Donauausbau, Gott sind das wir Eierfein. Malt erneut sich täglich unser Wurst die Hasenbein. Doch wenn ihm das dann zu fad wird, sucht er gern nach Schmutzelein. Denn ins Nest des Königs Hasen darf kein Söder Kot hinein. Hoppel, hoppel, 1, 2, 3, Bayern überrascht uns ein. Du weißt nie, was Inhalt ist, Sprengstoff oder doch nur Mist. Hoppel, hoppel, 1, 2, 3, Schwupp, da liegt ein neues Ei. Drum feiern wir das ganze Jahr, Osterfest Bavaria. Hase Horst hat viele Feinde, überall an jedem Eck. Wollen ihn mit Schleim ersticken, wie der Hader Kauerschneck. Ramsauert die dürre Made, leckt schon lang nach Hasenarzt. Mit der fiesen Söderratze lauert sie im Ostergras. Hoppel, hoppel, 1, 2, 3, da prescht ein LKW vorbei. Bremsen quietschen, dann ist still. Horst, die klebt am Kühlergrill. Vorbei ist jetzt die Hoppeleit mit Bayerns Überraschungsei. Man pilgert nun von fern und nah zum Leichenschmaus Bavaria. Applaus.
Lauf, doch im Laufe mit den Jahren sahen wir alle ähnlich aus. Nagel auf in grünen Haaren und ein breites Doppelkinn. Das ist sicher doch kein Zufall, dann hat ein tiefer Sinn. Wir sind Olli vom selben Viertel und sind Kinder vom Hofrausmann. Kevin Uhrburg und die vierte, Papa ist der Hofrausmann. Pommes, Pizza, Isabelle, alles bringt der Hofrausmann. Und dazu noch Samenfell, wie man deutlich sehen kann. Zwischen auch mal die Toren, wenn man sich ja gut bei Haus. Jeden Mittwoch bei der Blase, wie ich derzeit Gott sie knackig aus. Olli vom selben Viertel und sind Kinder vom Hofrausmann. Er liebt Kohle und der Sören, Papa ist der Hofrausmann. Wir gibt stets das Allerbeste, unser Papa der Hofrausmann. Drum brennt jetzt an seiner Weste ein goldener Zeugungsorden dran. Verliehen von unserem Überparty, dem Herrn Ministerpräsident. Der liebt uns weiter hier im Lande, was man große Mühen kennt. Doch noch viel mehr können sagen, wir sind auch beim Hofrausmann. Alles kommt vom Hofrausmann. Vati muss jetzt nicht mehr ran. Denn für Nachwuchs hier im Viertel sorgt der brave Hofrausmann. Wir sind alle Hofrauskinder, Papa ist der Hofrausmann. Willst auch du dazu gehören? Ruf doch gleich mal Hofraus an. Ja, meine Damen und Herren, wenn man in Pasing aktiv ist, dann kriegt man viele Sachen mit. Es ist eine Feldforschung heraus in Pasing, die ist unvergleichlich. Und nachfolgendes Couplet entstand nach ein ganz tiefgreifenden Erlebnissen hier in einem Fachhandelsgeschäft an der Gleichmannstraße. Endlich Mittagspause, jetzt ganz schnell zum neuen Biomarkt. Weil der neben allen gesunden Sachen auch ein schickes Bistro-Kaffee hat. Doch ein Pulk verkrummter Kinderwägen vor der Tür als Hindernis-Parcours lässt die Eingeweihten schon erahnen, hier herrscht Mutti-Diktatur. Macchiato Mütze schweben im Milchschaumhimmel drin und sie flügen mit ihren Partys über jedes Hindernis dahin. Wenn sie mit den vor vier Babys gemeinsam bummeln gehen, dann kriegst du eben Kinder wegen aufs Nackte überleben. Alles nicht so eben fortgepflanzte, blondierte Bio-Edelmutterkuh. Blockiert bei uns die Selbstbedienungstheke. Frau Camilla, was magst du? Einen Smoothie oder nur ein Plätzchen? Aber ist das denn auch glutenfrei? Du bist bestimmt dagegen allergisch. Na, dann gibt's ja wieder haben Putzenbrei. La Zina, der Blitzer, kam ihm hier nur mit Chambrin. Und ausgerissen jeden Mittag, ziehen sie sich bis zum Kaffee hin. Wenn sie
sie dort denn vor für Babys auch noch das Alter ging, dann trotz nicht nur das Kind, auch ich lass alles drin und stehen. Ich versuch mich aus dem Café zu kämpfen, plötzlich neben mir ein Maul, das Monster plärrt und seinen vollen Kinder Mangolassi über meine linken Hosenbeine klärt. Ich erwarte zumindest ein Bedauern, doch stattdessen wird ein Foto produziert, dass ich als aggressiven Kinderhasser ab sofort auf Facebook denunziert. Latinerkehr, du Mütter, kaum statt hier für mich schon drin, und sie walzen in ihren Barbies über jedes Hindernis dahin. Und die Nächste, die uns heute vom Gehsteig runterdrängt, wird am Kühlermann gefesselt und im Bionade drin erträgt. Ja, hoi! Ich sag's jetzt nur Ihnen, ist ganz geheim.
Die Frau Merkel ist eine verwunschene Schminkpflanze aus Griechenland. Ja, die wuchert jetzt ganz Deutschland zu. Darum finde ich auch meine Rente nicht mehr. Und wenn Sie meine Rente sehen, bitte nicht der Frau Merkel geben. Schau, ich sag's ganz fix, nicht der Frau Merkel geben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Der Jürgen Kirner mit seiner Couplet AG ist praktisch nicht zu bremsen. Also wo der die Zeit hernimmt für alle seine Aktivitäten, es ist jedem, der sich im Passing auskennt, ein Rätsel, aber er schafft es. Aber irgendwann einmal, also auch ein bisschen Musezeit vielleicht Kirner auch einplanen. Ich sage allen Anwesenden ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie haben unsere Preisverleihung genauso genossen wie ich. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, ein schönes Mittagessen, haben wir uns jetzt auch alles verdient.
Und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen als Verein der Couplet AG, der Preisträgerin Irene Bauer-Konrad, und einen schönen Nachhauseweg. Wiederschauen. Wir wollen keine